Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns gestern My House Walkthrough angeguckt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaltet dann nochmal rein, bevor ihr dieses Video seht. Ich fand das extrem. Es war extrem. Also, ja, es ist ja keiner, der sonst Filme oder Serien macht, sondern das hat er ja selber so aufgenommen, was da passiert. Und ich fand das schon extrem, wirklich. Aber um uns zu vergewissern, dass da wirklich nichts dran ist, habe ich gesehen, das war am Abspann schon zu sehen, das Making of My House Walkthrough. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir starten. Ach, guck mal. Das war diese eklige Puppe auf der Matratze. Was hat er? Ach, das hat er mit nassem Papier anscheinend gemacht, oder? Ja, er hat es mit irgendwas eingesprüht. Oh, sein Großvater. Ja, das war die Stelle, sein Großvater in der Badewanne. Das sah echt übel aus. Es ist sehr schnell. Okay. Das Originalvideo verlinke ich euch wieder unten in der Videoinformation. Also egal, es ist unglaublich gut und kreativ gemacht, okay. Wenn ich das jetzt so sehe, jetzt stelle ich mir die Frage, hat der irgendein altes Haus irgendwo gefunden? Weil sowas tut man das in seinem eigenen Haus nicht an, wenn du mal überlegst, du musst die Scheiße hinterher wieder wegräumen. Also ich denke mal, das wird, so wie das aussieht, es sieht ja eh sehr verfallen aus, irgendeine alte Hütte sein. Ja. Ach, okay, guck mal, da sah das aber alles noch vernünftig aus. Ja gut, aber das, also ich weiß ja, diese Wände, die sind ja aus Papier, ne? Also das hat er nicht zu seinem eigenen, das hat er seinem eigenen Haus angetan. Also das macht man doch nicht. Da muss er irgendwie ein leer stehendes Gebäude gefunden haben, weil ansonsten ist das ja eigentlich unmöglich. Ja. Ach ja, guck mal, da wohnt keiner, so wie das aussieht. Er bringt Puppen rüber. Okay. Oh, dieses ganze Zeug, was du da auch erstmal noch anschleppen musst, ne? Um das umzusetzen. Also Wahnsinn, warte mal, ich will mal gucken, was stand da eben? It seems that the room of the second floor is... Sieht so aus, als ob der Raum im zweiten Stock abgeschottet ist. Ah! Exploring Ruins. Ah, okay. Das heißt, er hat schon mal ein anderes Video wahrscheinlich gemacht, ne? Das ist der Ort von Exploring Ruins. Okay. Interessant. Ah, das erklärt natürlich einiges. Können wir aber Gelegenheit nochmal nachsuchen, wenn ihr Bock habt. Ah, ja. Okay. Wie viel Arbeit da letztendlich drin steckt. Also für ein Video, was da nur eine Viertelstunde geht, ne? Wahnsinn. Das ist dieser Altar. Wahnsinn. So viel Arbeit. Muss man sich vorstellen. Aber ich meine, ist auch was Geiles bei rausgekommen, ne? Darf man nicht vergessen. Also, pff, cool. Ah ja. Ne, wo ihr sagt, die Gesichter, die nach und nach immer komischer und verlorener wurden. Er hat die Türen beschädigt mit Bleiche. Ach, deshalb diese Flecken. Okay. Schiebetüren. Ist das... Ah, guck dir das an, ey. Und das muss er ja bei jeder Runde neu machen. Also immer was dazufügen. Ich meine, das ist schon, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden der Tage, Wochen an diesem Video verbracht hat. Sand und Kleister. Okay. Respekt, wirklich.
Ah, nimm sie weg. Nimm sie doch bitte weg. Ich kann damit nicht dealen. Oder so Kinderpuppe. Ja, dieser Altar da oben, okay. Ach, da ist die Großmutter. Ich kann ja jeder Runde das verändern, ey. Okay, warum das jetzt so rot ist? Da wird es irgendwo rote Farbe mit drin sein, dass sich das so verfärbt. Es ist schon... Ja... Bei Licht, ne? Wie das vollkommen anders wirkt. Ich meine, creepy ist das trotzdem, wenn du da reingehst, aber... Ach, da hat er das auch gemacht. Und dann sieht das so eklig aus. Cool. Ach, da hat er die Kinderpuppe dann für seinen Großvater. Ja, da ist irgendwas Rotes drin, womit er sprüht. Ja. Wimpern? Was hat er damit gemacht? Ach, das waren diese Flecken an der Wand. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es Wimpern waren. Ah ja, lecker. Okay, diese Arbeit. Wahnsinn. Ja, geil. Gut, jetzt weiß man es aber trotzdem nicht, mein kalter Schauer im Rücken, als ich es geguckt habe. Wir können alle beruhigt sein, dass es nicht echt ist. Okay. Ist echt gut gemacht. Also manche Horrorfilme sind schlechter produziert. Ganz ehrlich. Er muss eine Muskelkater gekriegt haben irgendwann in den Fingern. Er scheint Linkshänder zu sein. Okay. Diese Arbeit. Wahnsinn. Darum trockne sofort, da muss ich sie nochmal nass machen. Ja, okay, das geht dann wahrscheinlich so besser als mit von Hand. Oh ja, das sieht echt eklig aus. Wow. Okay. Wir können alle beruhigt sein. Das war nicht echt, aber trotzdem unglaublich gut. Geht mal rüber zu dem Kanal. Ich weiß nicht, was der noch für Videos hat, sonst viele davon haben damit gar nichts zu tun. Aber ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war wirklich, wirklich, wirklich ein... Ich bin froh, dass es weitestgehend aufgeklärt wurde. Um Gottes Willen. Ah, Markplay hat sich das Video auch angeguckt, sehe ich gerade. Hier drüben. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Vielen Dank, dass ihr hier wart und schlaf gut.